Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Thema von mir, dem Ingo Viva. Red Dead Redemption. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ganz einfach, ich hatte mal wieder Bock auf ein Xbox 360 Spiel. Und ja, das Spiel ist leider nur für die Xbox 360 erhältlich oder glaube ich auch für PlayStation. Weiß ich jetzt gar nicht. PC auf jeden Fall nicht. Es wird zwar gemunkelt, dass vielleicht irgendwann eine Version rauskommen soll, wird irgendwie so. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Ich habe das Spiel einmal kurz angetestet, musste gerade, wo ich dann Aufnahme hatte, dann irgendwie Tonprobleme, die ist das jetzt nämlich mit Outer City auf, jetzt muss ich das alles zusammenschneiden. Hoffentlich bleibt dann auch so der, ja, das alles so doch zusammen. Und ja, eigentlich mehr dazu kann man nicht sagen. Was kann ich noch dazu sagen? Das ist irgendwie ein Wilden Westen Spiel, das weiß ich. Aber sonst keine Ahnung, ich kenne die Charaktere nicht, ich kenne gar nichts, ich bin also ein Greenhorn, wenn es darum geht. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal das Spiel und hoffentlich ist jetzt die Speicherung, ich habe die gelöscht, weil vorhin aufgenommen und dann war halt, ja, war halt die erste, also das Intro sozusagen war dann halt schon übersprungen, das war ein bisschen scheiße. Und da hoffe ich mal, dass es jetzt besser ist und dann würde ich sagen, viel Spaß bei Dead Red Redemption. Jetzt kommt erstmal Ladebildschirm. Ah, es wurde keine Dings gefunden. Ohne Speichervorwand, Neuspielstand erstellen, natürlich. Ach ja. Jetzt kann ich noch eine Dings freischalten. Ex. Oh, tut mir leid. Guter Anfang für so ein Spiel. Oh, kack die Wand an, ey. Nee, nee, nee. Rockstar Games presents. A Rockstar San Diego production. Red Dead Redemption. Entschuldigung. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Oh.
Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. So, und damit hallo nochmal und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption. Ich muss nochmal selber drauf gucken, ich vertue mich da immer. Ich lese meistens immer Dead Red Redemption, aber es heißt ja Red Dead Redemption. Und wir sind in den Armadillo Station. Halte A, um zu rennen. Möchtest du sprinten, dann drücke wiederholt A. Okay, das ist dann also Rennen. Okay, die Markierung auf seiner Karte steht für ein Missionsziel. Begib dich zum auf deiner Karte und gehe dann zum X. Aber wir müssen jetzt in die Bar reingehen. Und so sehen wir aus. Wir sind jetzt angekommen. Cool. So, ich habe jetzt mal ein Foto gemacht. Gut, dann werden wir mal in das Saloon-Dings reingehen. Da oben steht es ja auch, Saloon. Ich muss mit der Steuerung noch so ein bisschen klarkommen, aber ich denke mal, das werdet ihr mir verzeihen, dass ich noch ein bisschen pet-unerprobt bin. Und gehen wir mal rein. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Folge Jack zu den Pferden. Das ist also Jack, mein, Vorgesetzter oder mein halt Führer. Er hat sich als Führer angeboten. Das werde ich natürlich auch nutzen. Okay, stark auf dein Pferd. Das ist also mein Pferd. Okay. Auf dein Pferd reiten. Das ist mit Y. Kamera mal drehen. Okay. Das ist also langsam. Anbinden ist X. Okay. Begleite Jake nach Fort Mercer. Ist es auch hier? Um dein Pferd zu sporen. Ah, okay. Bisschen doller. Okay, das ist ein bisschen doller, glaube ich, zu schnell. Ich glaube, wir müssen jetzt. Ah, okay, das ist Stopp von alleine. Halte RB gedrückt, um dein Pferd zu verlangsamen und anzuhalten.
Nee, das ist Waffe. Okay. Ich, wie gesagt, ich komme mit den Knöpfen noch gar nicht klar. Los! Galopp! Hüa! Mein Freund! Scheiße, hört immer auf, Alter. Also muss ich jetzt mal wirklich mal hinterherlaufen jetzt. Während du galoppierst, kannst du extra Schubgeschwindigkeit bekommen, indem du wiederholt A drückst. Oh, jetzt aber. Tschüss! Nein! Das wäre aber knapp gewesen, das war aber richtig knapp. Okay. Yeah, my friend! Das weiß ich. Two Crows. I'm looking for an old friend. About as sociable as an old serena back to you. Alter, lass mich vorbei. Well, he ain't been friends for a long time. Come on! Okay, wir dürfen also nicht. Guck mal, er rennt doch selber an mir vorbei. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy. Da gibt's echte Sahneschnittchen. Ja, da hast du recht. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Mercer Station. Alter. Können wir auch hier rüberspringen? Rio Bravo. Also ich muss ja sagen, die... Oh, der labert aber nur, ey. I think I heard his name. That's right. Gott, jetzt hat er wieder aufgehört zu labern. Mein Gott, ey. Jetzt ist er gleich wieder. Kehre zu Jack zurück. Ja. Come on, easy up now. Und nimm mir vorbei. Warte doch einfach mal auf mich, ey. Halte B gedrückt, um auf wichtige Leute, Orte und Begebenheiten. Ach du Scheiße, das ist ein wichtiger Ort und eine Begebenheit. Nein. Sich absteigen. Okay. Der weiß, glaube ich, auch nicht, wo er hin möchte. Oh, ist ein Ford. Ford Mercer. Ja. Listen, Mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Nähere dich fort, Mercer. Okay, das mache ich ganz langsam. Jetzt müsste eigentlich so Cowboy-Musik reinkommen. Mal ganz langsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, 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 oh. Ich glaube, da ist mit keiner zu Hause. Gleich rufen. Hallo! Ne, mein Führer macht das ja, natürlich. Aber er ist weggeritten schon, leider. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you.
Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implore. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Ach, du Kacke. Oh. Poor John. Na, ist das Spiel vorbei. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Nein, Scherz. Es geht erst richtig los jetzt. Außer die Krähe pickt mich jetzt auf. So, meine große Taube. Gerettet von denen. Neue Freunde, alte Probleme. Das ist ja Hammer, ey. Okay. Aber ich frag mich, ich bin noch am Tor umgeknallt worden und trotzdem waren 3 Blutflecken auf dem Boden. Irgendwie muss ich doch da so noch hergeschlichen sein. So, Sani. Vielleicht.